Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, 15. Mai. Und wir betrachten heute den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, der, wenn wir uns hier so ein Stück weit mal die Heatmap der Top 15 FX-Pairs anschauen, ja mit vorne rangiert, wenngleich die Ausschläge sich hier durch die Bank weg relativ übersichtlich gestalten. Also der Australdollar, sprich auch insbesondere die ozeanischen Pairs, stehen hier einzigst leicht unter Druck. Ansonsten hier gerade die klassischen Pairs, britisch Pfund, US-Dollar, Euro, US-Dollar, Euro-Yen, das ist alles hier im 0,1-Promille-Bereich. Das ist hier alles ein Stück weit, ja, sehr, sehr lethargisch bislang. Verspricht auf der anderen Seite aber noch reichlich Range in Sachen dessen, was hier noch passieren könnte. Eine Range sehen wir auch beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Das war auch das klassische Stichwort dahin. Und wir sehen hier ein Tageschart, ein jüngstes Verlaufshoch, was hier gemacht werden konnte, hier im März 122,03. Da war dann aber auch schon wieder Schluss mit lustig und so richtig signifikant sind wir hier nicht ausgebrochen über 120,65, über diesen Horizontal, 120,50, 120,65 über diesen Horizontalwiderstand. Da hätte es eigentlich dynamisch rübergehen können. Ja, sicher, es ging durchaus erstmal 150 Pips nach oben, aber das war es dann eben auch schon und im Zuge dieser vorherigen Range hier beziehungsweise dieses Aufwärtstrends nach Ausbruch aus dieser kleinen Range hier hätte man eigentlich mehr erwarten müssen. Letztlich sehen wir im Zuge des Scheiterns und der Rückkehr unter 120,50, das war Mitte März, hier jetzt bis in den Mai hinein eine Seitwärtsphase. Das ist oben durch diese Widerstandszone roter Balken und unten Unterstützungszone grüner Balken ein Stück weit ja, kristallisiert. Der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hatte auch hier noch eine kurzfristige Abwärtstrendlinie, die mehr oder weniger auch immer mal wieder attackiert wurde. Doch hier trug oder trägt auch gerade der Charakter einer schrägen Trendlinie seine Rechnung. Diese sind jetzt rein unter Trading- und anlagetechnischen Gesichtspunkten hier nicht überzugewichten. Also sie geben sich ja Trendrichtungen vor, sind auch als Trendkanäle und insbesondere auch für Formationen natürlich geeignet, aber so eine singuläre Trendlinie schräger Natur hat hier auch einen schrägen Charakter. Also man sollte sich da nicht zu sehr darauf versteifen, dass die Trendlinie massiv als Widerstand hier dienen kann. Und das hat sich auch tatsächlich bewiesen, dass es hier Anfang Mai immer mal wieder drüber ging, dann wieder doch nicht. Jetzt sind wir wieder drunter gelaufen. Am EMA 50 bzw. am EMA 100 vielmehr stützt sich der US-Dollar aktuell und zeigt aber wenig Ambition, hier mal ein Stück weit richtig durchzustarten. Dasselbe Bild liefert übrigens auch die Saisonalität mit Blick auf die kommenden 20 Tage. Da geht das ganze Spiel hier im Prinzip weiter. Ja, also wir haben hier nicht wirklich starke Impulse in eine Richtung und das ist natürlich ein Stück weit dürftig. Zoomen wir uns mal auf die nächsten 90 Tage, also gehen wir jetzt mal ins größere Bild. Da warten wir mal kurz, bis die Daten eingeladen werden. Dann schauen wir uns mal hier die Saisonalität an und die ja, kommt ein Stück weit ernüchternd daher. Das heißt, wir sehen hier ganz klar eine US-Dollar-Schwäche, die hier sogar über die Sommermonate hinweg dann hier deutlich negativ auf dem Währungspaar lasten könnte. Dazu muss es allerdings erstmal kommen. Wir haben hier, wie gesagt, die Range und innerhalb dieser ist mal so gar nichts angesagt. Das heißt, es kann nach oben, es kann nach unten gehen und hier ist erstmal abwarten, sozusagen das beste Gebot. Kippt der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen allerdings hier unter das Level von 118,50. Das ist ja durchaus ein Triggerbereich, insbesondere tief hier vom 26. März bei 118,32,90. Das wäre hier ein Level, wenn wir darunter gehen, dann steht hier dieser kurzfristige Aufwärtstrend. Das ist auch wieder eine schräge Trendlinie mit gerade mal 3 Auflagepunkten und das auch noch relativ kurz beieinander. Also Sie sehen hier, in der letzten Zeit gab es da gar nichts und insofern auch hier Vorsicht, aber wenn es unter 118,32 rund geht, dann sind wir hier sicherlich relativ schnell bei 117,65, 117,50 und dann hier in dieser Zone von 117,10 und wenn wir da erstmal sind, dann hat sich so ein Stück weit die Lage aufgeklärt, sodass im Prinzip die Range nach unten klar aufgelöst ist und bei Range-Projektionen bietet sich dann immer an, hier so ein Stück weit grob die Range zu erfassen, die Spanne der Range vielmehr, das dann ans Ausbruchslevel dran zu setzen und dann hätte man hier zumindest neben den gerade genannten Zielen auch nochmal ein Ziel, das trifft sich auch hier schön mit den Lows hier vom Januar, dann sind wir hier in der Zone 116,40 knapp, 116 Yen, bis wohin es gehen könnte. Dann wäre aber sicherlich auch hier der Zug schon in Richtung Abwärtsmomentum unterwegs. Im Sinne der Saisonalität kann es dann natürlich auch noch viel, viel tiefer gehen, wenn hier erstmal die Unterstützungslevel gebrochen
sind, dann nimmt sicherlich auch die Talfahrt zu. Hier allerdings jetzt sind wir heute in einem positiven Momentum. Sollte sich das Ganze weiter nach oben aufbauen, dann haben wir, wie gesagt, hier im Bereich 120,50 den Deckel drauf. Hier muss er rüber. Wenn das gelingt, dann, und jetzt kommen wir zu einem anderen Part im Sinne dessen, dass wir hier gegen die Saisonalität nach oben aufdrehen. Wenn wir über 120,50 rausgehen, dann haben wir hier sicherlich sehr schnelles Potenzial von 150 Pips in Richtung 122. Langfristig gesehen haben wir hier das Level von 123,85 als oberes Ziellevel. Ja, wenn wir die Range jetzt nach oben projizieren im Falle eines Ausbruchs, dann sind wir so ein Stück weit über 122, aber immer noch unter 123,85. Aber in jedem Falle sind hier Niveaus über 122 drin. Und das Ziel wäre dann in jedem Falle 123,85, wenn wir hier uns dann ein neues Mehrjahreshoch erlauben würden. Also wenn der US-Dollar gegen den japanischen Yen hier nach oben rauszieht. Das bleibt abzuwarten, ob es gelingt. Wie gesagt, so eine Range ist sicherlich zäh und der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hat ja auch im Handelsjahr 2014 bewiesen, dass sowas auch relativ lange anhalten kann. Sie erinnern sich, bevor es im Sommer dann den Ausbruch kam, gab, da war das eine ähnliche Range und das Paar neigt dazu, eben hier dann durchaus ja, ein Stück weit das Ganze zu vollziehen. Wir sehen hier unten mal die Bewegung vom Jahr 2014, das ging über mehrere Monate. Ja, wir sind jetzt hier im Prinzip erstmal in dem zweiten Monat der Range. Und hier kann man grob sagen, ja, seit Anfang 2014, das ging sogar schon fast 6 bis 7 Monate, die große Seitwärtsrange. Und ja, da muss man eben abwarten, was passiert. Tatsache ist, aber wenn wir den großen Chart uns betrachten, dann sind Konsolidierungen auf hohem Niveau eigentlich immer bullisch zu sehen. Also das heißt, es fehlt praktisch dann der Abwärtsdruck und das grundsätzliche Momentum, das sehen Sie ja sehr schön auch an den gleitenden Durchschnitten, ist weiter positiv. Ja. Also neben dem, dass wir eine schwache Saisonalität haben und hier auf Tagesbasis so ein Stück weit die Unentschlossenheit herrscht, ist es so, dass wir rein vom großen Ansatz her beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hier sicherlich noch mehr erwarten dürfen. Sollte er aber hier untergeordnet wegbrechen, dann würden sich selbst Konsolidierungen hier im großen Big Picture immer noch nicht als dramatisch herausstellen. Das wären dann wahrscheinlich eher gesunde Konsolidierungen aufgrund der starken Rallye-Bewegung seit 2012. Und da muss man dann eben dann mal abwarten, wo eine Haltezone ist. 110, 111 wären hier erste Zonen, aber viel zu weit gedacht. Wir werden sie im Devisenradar definitiv aufnehmen, wenn es so kommt. Schauen wir jetzt mal auf den Stundenchart. Was hat denn uns der Markt da eigentlich bislang zu bieten? US-Dollar 41 Pips bislang gelaufen. Das ist schon ein Stück weit anständig im Vergleich zu seiner Range, die ohnehin auch wieder sehr, sehr zusammenbricht. Also wir waren hier schon in Richtung 80, 90 Pips pro Tag. Jetzt sind wir wieder bei roundabout 60. Das ist nicht prall. Aber wir sind oberhalb des Pivot Points heute, sind hier ein Stück weit nach oben gelaufen, hangeln uns gerade um Resistant Level 1 entlang. Und ja, wenn es gut läuft, in Anführungszeichen, dann haben wir hier sicherlich schöne Chancen, bis zum Resistant Level 2 zu laufen. Das wäre hier 119,70. Das wäre dann auch schon ein Stück weit over Range, aber genau das wäre hier rein technisch gesehen ein Intraday-Kursziel, was der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen erreichen könnte. Wenn wir auch hier sogar einen kurzfristigen Aufwärtstrend in den Chart holen. Wir sehen aber gerade, die Kerze ist jetzt nicht gerade wirklich bullisch, die wir sehen. Hier herrscht eben auch ein Stück weit Unentschlossenheit. Der Tag selber spricht aber für einen weiteren Impuls nach oben. Wir sehen hier 58% positive Schlusspreise am Freitag. Das ist ganz anständig mit einer Wochenvolatilität von 21%, also auch ein recht großer Anteil. Während der letzten 52 Wochen gab es auch hier eine Range von 80 Pips sogar. Also da haben wir im Prinzip noch das doppelte nach oben Potenzial, wenn es denn hier nach oben geht. Was sagt abschließend die FTSE-Vektorlogik auf Stundenbasis? Führe ich auch nochmal kurz auf. Sieht ganz interessant aus. Auch hier sehen wir, dass wir aktuell da ja, mehr oder weniger eine leichte Seitwärtsphase sehen, die hier, Moment, bin ich im Tagesschart, wollte eigentlich in den Stundenchart. Tagesschart sagt hier einen Ausbruch nach oben voraus, die Kristallkugel. Nachdem es kleine Dips nach unten gibt, aber wir wollen uns jetzt mal den Intraday-Chart anschauen, den wir jetzt hier mal ein Stück weit einladen. Da werden wir uns gleich mal die Prognosen eben hier, die Kristallkugel auf Intraday-Basis anschauen. Rein generell, hier wie gesagt, der Trend ein Stück weit nach oben gerichtet. Ich kann es Ihnen schon sagen, weil ich auf meinem anderen Station den Yen schon aufhab. Da sieht es so aus, als würden wir hier eine leicht unsichere Tendenz heute erleben. Der lädt immer noch hoch, das schenken wir uns jetzt. Im Prinzip gibt es hier nicht die wirkliche Klarheit. Also insofern müssen wir uns an dem orientieren, was das Preislevel-Verhältnis macht. Kurzfristig, wie gesagt, wenn es weiter nach oben geht, haben wir hier Potenzial in Richtung 119,70. Worauf sollten Sie achten, wenn wir hier neue Tiefs machen, neue Mehrstundentiefs unter 119,30? Das ist nicht weit weg. Muss man sagen, wäre hier der kurzfristige Aufwärtstrend gebrochen und hier diese kleine horizontale Unterstützung, die dann
definitiv nochmaliges Potenzial in Richtung Pivot Point generieren würde. Gut, liebe Zuschauer, das ist heute sogar ein Stück weit länger geworden, aber warum auch nicht? Wir wollen uns ja hier mit dem Markt schließlich auseinandersetzen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Am Montag gibt es dann die letzte Devisenradar-Sendung für die kommenden 3 Wochen, wohlbemerkt. Das aber am Montag dann nochmal aktuell. Das heißt, dann ist eine größere Pause angesagt. Ich hoffe trotzdem, Sie bleiben uns, schrägstrich mir, treu, über den Urlaub hinaus natürlich. Ansonsten hören wir uns gern Montag wieder zum Abschluss sozusagen. In dem Zusammenhang wünsche ich jetzt schon mal vorab ein schönes Wochenende. Wenn Sie mögen, nachher noch JFD Live Trading TV. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute. Ihr Christian Kämmerer.